Warum denn? Hallihallo und einen wunderschönen Donnerstagmorgen, liebe Kasper und Kasperinnen. Mein Name ist Arbeitsbully und die Leute sagen immer, hä? Warum heute zwei Videos gleichzeitig? Ja, ist eigentlich ganz einfach. Nachdem unser lieber Bumsti uns gestern von seinen ganzen Spielzeugen erzählt hat, da brauche ich einfach mal einen Tag Pause. Da ich nicht weiß, ob er auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zur Uni, ins Kino, in die Sauna, in die Disco oder wo auch immer er sonst um 5 Uhr hingeht, lieber den lieben Leon oder unseren Horus-Samurai hört, habe ich einfach beide Videos gleichzeitig öffentlich gestellt und dann könnt ihr auswählen, was ihr auf eurem Weg lieber hört. Das ist doch praktisch, oder? Das finde ich auch. Und bei unserem Leon hängen wir sowieso hinten dran. Der Aufbaublock ist immer noch nicht fertig und die Feier ist, soweit ich weiß, schon wieder rum. Also wie man hört, sind erste Besucher der Berghirschweih sogar schon wieder nüchtern. Also die Feier ist wohl vorbei. Es wurde dann auch nicht mehr gedöbt. Ich habe zumindest nichts mehr gehört, dass es nochmal zu einem Döb kam dort. Und er macht schon wieder fleißig Abbaublocks. Also ich weiß nicht, ob er das gehört hat, dass ich das mal gesagt habe, dass man das machen könnte. Oder ob er von sich aus auch drauf kam. Können wir uns dann auch mal angucken. Aber jetzt gucken wir uns erstmal fertig an, wie alles aufgebaut wurde damals, bevor die Feier losging, die jetzt schon wieder rum ist. Ja. Ach, es ist ein Elend. Wenn man so spät dran ist, natürlich. Leon, du bist dran. So, servus Leute. Was geht? Ich bin's wieder, euer Leon Elektronik. Hallo Leon, Polohemd. Ah, gefährlich. Obwohl, damals ging's noch. Mit einem neuen Video für euch. Ich hoffe, für euch geht's gut. Bei mir alles super. Heute mal. Ja, geht ganz gut. Wetter lässt ein bisschen zu wünschen übrig, aber ansonsten alles tut die. Ich bin schon schwarz angezogen. So, aber das tut nichts zur Sache. Heute ist Sonntag, der 12. Mai, Muttertag. Und ich befinde mich wieder auf dem Bergkirchweih-Gelände in Erlangen. Der Aufbau schreitet immer mehr voran. Heute ist noch ein weiteres Fahrgeschäft dazugekommen. Das Riesenrad ist schon fertig. Oh, toll! Und wir schauen uns einfach um, was sich so getan hat. Ich würde sagen, lasst uns hineinstarten und die Bergstraße gemeinsam ablaufen. Warten wir aber erst, bis der Typ vorbeigefahren ist. Und um zu sehen, was schon alles da ist. Ich würde sagen, Aufbaublock zum Berg, die Nummer 3. Auf geht's. So. Hier soll ja noch der Hangover stehen. Der ist noch nicht da. Der wird ab morgen hier antanzen. Das reicht vom Platz her. Also breit ist ja genug, aber die Tiefe? Reicht das? Dann haben wir hier die Game World. Oh, toll. Auf der Seite hier haben wir Steinis Bar vom Heidi Streff. Ja, Heidi Streff kennen wir noch aus den Nürnberg. Hier, Steinis Bar, Heidi Streff. Haben wir auch noch Dann, Platz. Dann, wenn wir hier weiterlaufen, haben wir hier auf dieser Seite, da haben wir hier den süßen Bazar von Hartix. Ich glaube, der war das letzte Mal auch schon da. Der süße Bazar von Hartix. Wir haben hier das Steamboat Racing vom Galle. Galles Geifer am Automaten sind auch noch nicht da. Was, Galles Geifer Automaten? So. Dann haben wir hier noch das Knusperhaus. Ja, das kennen wir aus dem Märchenland. Aber ist schön, wie er darauf achtet, dass er keine Leute filmt. Auf der Seite kommt dann auch noch was hin. Wissen wir was? Bis zum Donnerstag wird alles stehen. Dann haben wir hier Becherstedts Fotoschießen.
Aber auch schon da im zweiten Teil. Gefolgt die Montgolfiere. Die Montgolfiere haben wir hier. Ja, stimmt, sind alle Fiere da. Ein schönes Kinderfahrgeschäft, die Montgolfiere. Gegenüberliegend der Langosch King. Und dann haben wir, wenn wir jetzt hier rüber gehen, verrückte Baustelle von Luxem. Ja, verrückte Baustellen kennt man sonst nur von der Autobahn. Hier die verrückte Baustelle. So sieht sie aus hier, die verrückte Baustelle. So eine schöne kleine Kinderachterbahn. Ähnlich wie Doggy Dog fahren. So, dann haben wir hier die Klo-Gaudi und ab geht die Luzi. Könnt ihr euch unter Klo-Gaudi was vorstellen? Also, ich habe keine Ahnung, was das sein soll, eine Klo-Gaudi. Guckt man da nebeneinander auf der Latrine und schunkelt, oder? Mit Florian Silbereisen und der Helene Fischer. Dann, wenn wir hier weitergehen, haben wir die Jagdhütte. Da gegenüberliegend den Dinkels Frankendorf. Dann haben wir hier noch so eine Spielbude, gefolgt von einer weiteren Bude, hier dann die Fischspezialitäten. Ja, die weitere Bude, was genau ist das für eine? Und dann gefolgt hier vom Knusperhäuschen Mandeln vom Rudolf. Vorne war doch schon mal so eine Knusperbude. Dann haben wir hier noch Churros. Hier auf der anderen Seite ist der Pommesstand. Ja, und gehst du jetzt mal hin und guckst, was die für 30 Soßen haben? Und Pommesstand haben wir hier. Hier haben wir dann noch den Stand Hawaii-Früchte. Gegenüberliegend. Das ist mal ein cooler Stand, oder? Das sieht echt aus, als hätten die da aus Stein was hingebaut. Das ist ja mal cool. So, gegenüberliegend hier haben wir den Bürgners Keller mit einem schönen Biergarten, wo Mönchshof ausgeschenkt wird. Ja, das ist auch raus, auch für kleine Kinder. So, hier nochmal Bürgners Keller. Hier haben wir den Rudolf sein Kindersportkorso. Der Kindersport heißt so, weil die Kinder müssen das Karussell anschieben. Das hat keinen Antrieb. Da oben geht's dann zum Bürgners Keller rauf. Dann haben wir hier das Zuckerschloss. Dann hier gefolgt von der Berghütte Kunstmann. Berghütte von Kunstmann. Hier gefolgt das Angeln. Mia San hier. Dann hier noch gefolgt von Willis Mandeln Kunstmann. Hat Willi? Unser Wetter Willi? Willis Mandeln, also vom Kunstmann. Und dann haben wir hier den Fantasy Fly vom Jeckel. Genau. So, dann geht's hier weiter, gefolgt hier mit der nächsten Jagdhütte. Auch so Spiel und Spaß. Ist auch schon die zweite Jagdhütte. Dann haben wir jetzt hier auf der Seite den Goldmann-Keller. Hier ist der Goldmann-Keller. Dann haben wir hier... Oh, sieht aus wie ein Karussell. Wo ist denn der Döb-Keller? Vom Eschenbacher. Eschenbacher sein Kinderkarussell. Genau. Laufen wir weiter. Idee. So,
Hier kommt dann nachher noch der Infinity hin. Der wird morgen auch ankommen, weil momentan steht er noch in einer anderen Stadt. Deswegen kommt er erst morgen an, der Infinity vom Hufnagels. Genau, so. Dann geht's weiter. Wenn wir jetzt hier weiter reinlaufen, in die Bergstraße, dann haben wir hier den Helbig-Keller. Helbig-Keller. Hier gibt es die Steinbach, wird hier ausgeschenkt. Steinbach-Bier. Hier gefolgt vom Autoskoda, der große Crash vom Kunstmann. Kunstmanns Autoskoda. Darf man eigentlich betrunken Autoscooter fahren? Haben wir hier also der Scooter vom Kunstmann. Sehr, 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 sehr schön. Oh, was wunderbar. Ist da? Ein Riesenrad. Gut, dann haben wir hier das Riesenrad. Dieses Jahr zum ersten Mal in Erlangen das Jupiter von Bart und Kipp. Das Jupiter Riesenrad. Das Jupiter Riesenrad diesmal etwas kleiner. Also ein kleines Riesenrad. Ist das dann ein Mediumrad? Und wenn wir jetzt ja schon hier vor diesem Riesenrad stehen, möchte ich dazu noch was sagen. Warum dieses Riesenrad Jupiter? Ganz einfach. Das Europarad von Kipp und Sohn steht momentan verankert woanders und kann nicht weg. Und deshalb, damit Erlangen wenigstens ein Riesenrad hat, musste es dann auf das Jupiter zurückgreifen. Die Familie Kipp, die musste darauf zurückgreifen auf dieses Jupiter. Ist jetzt halt 50 Meter hoch. Das Europarad war 55 Meter. Das ja gut, die 5 Meter, die... Also ich glaube, wenn du nicht schwindelfrei bist, ist es dir egal, 5 Meter mehr oder weniger. Das Jupiter hat 50 Meter, also ist sozusagen 5 Meter kleiner. Aber trotzdem auch sehr, sehr schön. So, jetzt wisst ihr Bescheid, was da los war. So, zeigen wir es euch nochmal. Das Jupiter. Gut. Und dann sitzt der oben drin und der Strom fällt aus. Dann haben wir hier das Gourmet-Schlösschen. Hier gefolgt dann vom Weißbierkeller und Müllers Bergstation, wo man oben sitzen kann. Wellerkeller, hier Brunner Metzgerei. Dann haben wir, wenn wir hier rüber gehen, hier gefolgt, der ist auch ganz frisch angekommen. Der Rollover. Der. Okay, das klingt interessant. Was macht der denn? Rollover von Zinnecker. Zinneckers Rollover. Der Rollover ist dann auch schon da. Der Rolli. Rollover, geht's zur Sache. Nebendran steht der Pullover. Na, und diese Dinger, die Gondeln hier, die überschlagen sich, ne? Genau. Danke für die Warnung. Also eine richtige krasse Mühle hier. So, dann geht's weiter. Oh, wie schön, zur Abwechslung mal ein Bierzelt. Gefolgt hier gegenüber vom Tucherkeller. Tucherkeller haben wir hier noch. Genau. Da haben wir den Tucherkeller. Kann man auch schön sitzen. Dann hier noch hier Haxel Liebermann. So. Da kann man auch sitzen und die Haxen ausstrecken. Telefon. So, dann haben wir jetzt hier den Steinbach-Keller. Steinbach-Keller, hier wird Steinbach ausgeschenkt zum Berg. Da kann man auch oben sitzen. Am liebsten sind mehr die Keller, bei denen man oben sitzen kann. Das finde ich immer toll. So einen Keller hätte ich zu Hause auch gern. Leider, bei unserem Keller kann man nur unten sitzen. Das ist ein bisschen blöd. Ein Bier gibt es auch keins. Gefolgt dann hier, wo danach ja auch der Anstich stattfindet, der Henninger Keller. Der schöne Henninger.
Also richtig, richtig cool. Und dann sind wir auch schon hier auf der T-Kreuzung, die wir jetzt gemeinsam hinunterlaufen werden. Hurra! So. Ordentlich Betrieb hier. Ja, ist gut, was los? Na gut, ist Muttertag. Ja, und jetzt mal bitte Sendepaus. Ich glaube, da hatte schon einer was getrunken. Habt ihr gesehen, Herr Müller macht jetzt den Eis. Er ist ja auch kein Wunder, seit Region Emskirchen befriedet ist, da hat die Polizei ja nichts mehr zu tun. Ist auch nochmal dreht. Aufgebaut. So, dann haben wir hier den Jaguar von Distel. Hier, Distels Jaguar. Ah, okay, also das scheint so eine ganz normale Berg- und Talbahn zu sein. Haben wir noch hier ein paar Bierbänke, die man braucht. Und hier hinten sieht man auch schon, ich zoome es nochmal her, das Glaswerk vom Ulrich. Ja. Glaswerk? Ja, wahrscheinlich so eine Art Spiegelkabinett. Das war's dann schon wieder vom Ausbaublock vom Erlanger Berg. Na? Und morgen sehen wir dann den Rest vom Schützenfest hier, beziehungsweise vom der Bergkarawa. Morgen gibt es den Rest. Da werden dann nämlich alle nochmal eintrüdeln und ab morgen hat auch der Endlasskeller zu. Wegen den Vorbereitungen, dann ist hier weniger Betrieb von Leuten. Dann kann ich euch auch mal hin unten die ganze Kelleranlage noch mit präsentieren. Ich verabschiede mich. Das war der nächste Aufbaublock von der Erlanger Bergkirchweih. Euer Leon Elektronik am 12. Mai. Servus. Jo, ciao Leon. Wie, da gab es noch einen vierten Teil? Moment, da muss ich jetzt mal nachgucken schnell. Ja, also den vierten Teil hat er wohl irgendwie vergessen, entweder aufzunehmen oder hochzuladen. Vielleicht war er auch verhindert an dem Tag, man weiß es nicht. Aber es gibt den ersten Teil vom Abbau-Vlog. Das ist quasi, als würde man sich den Aufbau-Vlog rückwärts angucken. Der geht nicht lange, den gucken wir uns jetzt einfach nochmal an, würde ich sagen. Wie so ein Volksfest aussieht, nachdem die Horde gesoffen und gedöbt hat. Oh, guck mal, schön viel Ballons. Ach, jetzt sieht man auch mal, wie gearbeitet wird. Die Keller werden übrigens nicht abgebaut, die bleiben stehen fürs nächste Jahr. Das wäre zu viel Arbeit. Früher hat man das mal gemacht, da hat man die Keller aus dem Berg rausgezogen und das Loch dann quasi mit Kies zugeschüttet, aber dann hat man gemerkt, nee, das ist blöd. Und jetzt lassen sie die Dinger einfach den Rest des Jahres stehen. Da kommt dann eine Tür vorne dran, damit keiner reinstolpert. Es passt dann schon.
Sehr schöne Mauer, wunderbar. Leon, hast du einen Stabilisator? Merkt ihr das, dass beim Laufen überhaupt nicht ruckelt? Also kein Auf- und Untergewippe ist? Wenn der jetzt mit einer Steadicam hier durch? Oder ist die Kamera vorne auf dem Fahrradlenker? Das könnte natürlich auch sein. Aber Steadicam fände ich irgendwie cooler. Film doch mal in die Gebüsche, ob da irgendwo noch einer liegt. Hat man ja manchmal nach so Volksfesten, dass da irgendwie zwei Tage später einer aus dem Brausebrand wieder aufwacht. Wer bin ich? Wo komme ich her? Und warum? Das war jetzt relativ kurz, dafür nichtssagend. Aber wir haben gesehen, es wurde aufgebaut, es wurde abgebaut. Also Bergkirchweih ist vorbei. Wer jetzt nicht dort war, hat es für dieses Jahr verpasst. Schade, aber vielleicht gibt es ja wieder ein Volksfest. Man weiß es nicht. Die Saison fängt ja eigentlich gerade erst an. Viele Feste fangen ja dann wegen Sommer. Wenn es wirklich warm wird, damit man schön schwitzt und ordentlich Durst hat. Gut, haben wir das auch gesehen, würde ich sagen, das war's. Wenn ihr das andere Video noch nicht gesehen habt, hier mit unserem kristallinen Erzkloppi, viel Spaß dabei. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder und bis dahin, würde ich sagen, möge das Met immer eine Handbreit unter eurem Kiel bleiben, außer der Berg ist unterkellert, dann weiß ich auch nicht weiter. Ciao.